Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Kettle und Kopf. Ich starte jetzt, wie versprochen, jetzt die Karriere. Und zwar, ja, eine Karte haben wir aktuell, weitere Karten müsste ich jetzt nicht. Die laden wir mal gleich, ne? Also wir haben jetzt Kartendaten, ja, Missionen, Felder, Einheit, Effekte, Land, laden. Tja, ich beginne ja bei Null, das heißt, ich muss da jetzt erstmal Land kaufen, Maschinen, Geräte und erstmal starten. Ja, mal sehen, ob es uns anfängt, ne? Wann wir beginnen können. Danach entscheidet sich alles, ob wir jetzt was für Land wir kaufen könnten, ne? Muss ich mal gucken, ob wir da jetzt starten können. Wir starten beim Händler. Viel Geld haben wir ja nicht. 2000. Ich glaube, der Schwierigkeitsgrad ist normal. Ja. Gut. Was kaufen wir uns hier? Erstmal einen Traktor, ne? Würde ich meinen. Ich habe ja Standards nur drin, ich habe aktuell keine Mods drin. Oh, die kostet ja nicht gerade viel, ne? Der kleine wäre bezahlbar. Zum Mähen, das geht auch. Ja, das ist ein schöner Traumpreis, ne? Ballenpresse kostet auch ein bisschen was. Drescher. Ja, und dann für Unkraut und so, ne? Deutz. Ich schau mal jetzt durch. Es könnte ein bisschen laut sein über Geräusche. Ja, zur Aussaat, Flug, Gruppe. Scheint tiefen. Ja, tiefen. Hier nochmal sagt was genau. Der kostet relativ wenig. Und der konnte alle Aufgaben meistern. Wir werden mal Mercedes kaufen, ob wir das können. Dreimal, also dreimal hier. Dreimal, keine Ahnung. So, ein paar technische Daten. Macht 40 km/h, aber den kleinen Karte ist ausreichend. 100 PS. Ja. Mieten wäre Quatsch, weil wir brauchen sowieso ein Fahrzeug. Auswahl. Ach so, wir haben ein bisschen mehr PS. Und dann kostet der. Haben wir nur gekriegt? Oh, jetzt haben wir zwei gekauft. Naja, gut, okay. Das ist nun egal. Ja, der ist ein bisschen größer, ne? Klar, dann müssen wir starten, ne? Ich muss mich dran gewöhnen. Weil im LS startet immer automatisch. Haben wir einen vollen Tank? Naja, gut. Ist ja halb jetzt gefüllt, ne? Ja, was brauchen wir noch? Wir haben jetzt 1. April. Ich denke mal, eine Aussaat müssen wir auch machen und Gruppe, wenn wir auch brauchen werden. Sicherlich. Also Gruppe und Aussaatgerät, also eine Seemaschine. Ja. Von vorweg oder machen wir das Gras nehmen? Ja, ich will ja auch Geld verdienen, das ist das Problem. Mit Grasballen muss ich mir echt nicht rumplagen. Das ist ein Hammerkind, 6000. Kann der auch gleich kuppern und sehen. Kaufen, mieten.
Arbeitsbreite, Tiefe, Transporthöhe. 150 PS. Das habe ich auch Maschinen. Ja, der eine hat's. Ups. Gut. Wieder weg. Hammer King mit Aussaat. Also normalerweise sind die ja sag schon. Gruppen, also Möglichkeit. 6 Meter, das ist eine Maschine für Mais, glaube ich. 3 Meter. 6 Meter. Das ist Einzelkorntechnik, glaube ich, für Mais. Ah, Feldarbeit. Da muss ich mal gucken, was der andere hat. Ich möchte ein bisschen in der Breite gehen, ne? Das ist jetzt. Lampen. Gruppen. Okay. Mal gucken, was der andere hat. Also Gruppen, ja klar. Düngen und Feldarbeit. Ob sie auch noch gelten, jetzt um 34.000 oder noch? Kaufen. Ach, da. Den haben wir gleich. Wir brauchen gleich ein Gewicht. F1, ein Gewicht. Da gibt es verschiedene Klassen. 500 Kilogramm, 1000, 2000. Also 4000 brauchen wir nicht. Seitdem wir wollen das unbedingt pressen. Also für Verdicht von Silage. 500 müssten eigentlich genügen erstmal. Hätten wir erstmal alles, ne? Erstmal. Das ist typisch. So, den müssen wir auch starten und kurz zurückfahren, damit wir ich glaube, die verkaufen wieder. Ich stelle mir hier rechts nochmal ab. Bin mir nicht ganz sicher, ob das gut war. Achso. Bremse. Handbremse. Und wieder ausschalten. So, dann können wir das Gewicht anhängen und dann nachher auch die Saatmaschine zum Hof fahren. So. Mach keinen Schaden, Junge, mach keinen Schaden. Gut, haben wir angehängt. Muss man die Seemaschine anhängen. Geld, 364 noch. Und brauchen noch ein bisschen Grund und Boden. Möchte eigentlich mit Getreide beginnen. Das ist die. Wir fahren mal zum Hof. Und dann schauen wir, ob ich den Hof kaufen kann. Oder das Grund und Boden dafür. Mal gucken, wo wir fahren müssen. Eigentlich müssen wir jetzt Bescheid wissen, ne? Eigentlich. Oh, Zeit. 09, ja. Ja. Karrierestart hier. Bei Kettle und Cops. Bei 0. Und ich beginne auch eine Let's Play-Folge auch bei 0, also bei 1. Weil das ein anderes halt ein Szenario und teilweise mit Tutorials und mit Zeugs, ne? Und hier
machen hier komplett einen Neustart. Schauen wir mal, wie wir es im Gang kriegen hier. Einige Felder haben wir ja. Nicht. Aber vielleicht können wir uns ein oder andere Feld kaufen. Und am Ende mal schauen, dass wir möglichst große Felder kriegen. Ne? Das scheint alles eben schon bearbeitet zu sein, also komplett. Aber wir können jetzt im Notgleich durch mit Kuppert. Ne? Vielleicht müssen wir auch noch Dings kaufen. Ja, Dünger und Saatgut, das kann sein. Sehr wahrscheinlich. Aber wir fahren mal zum Hof. Muss ich mal sehen, dass die Felder am Hof gekauft kriegen. Den Hof an sich. Tiere, das wollte ich noch nicht machen. Weil da brauchen wir mal Futter, wenn überhaupt. Ne? So, da sind wir schon. Tankstelle. Achso, hier. Ausmachen, Enter geht nicht. So, einen anderen lassen wir noch mal hinter stehen. Vielleicht können wir noch was gebrauchen. Anhänger oder so, ne? So. Der Hahn ist da. Gut. Die Katze da. Unser Fluffy oder wie heißt er noch gleich? Bello. Hund und Katze nicht, den Hahn schon. Gut. Ne, heute so schweigsam. So. Dann muss ich mal gucken. Da sind die Fliegen. Mal, ach, da ist unser Hund. Bist du nicht am verkehrten Fleck? Jo. Der Hund ist da. Beißt du schon mal nicht. Geh mal ins Haus. Wenn wir rein können. Wenn wir nicht rein können, dann ist es eindeutig noch nicht unser. Bei der Bordstein. Irgendwo hier. Unser Computerraum. Da kommen wir nicht rein. Gut. Schauen wir mal, das Land gekauft kriegen, ne? Katze ist nicht da. Und ja. Na gut. Schauen wir mal, wie den Hof gekriegt, Kauf kriegen. Fuhrpark, Händler. Fähigkeit, Kategorie. Tiere. Vollzeit. Mitarbeiter. Können wir noch nicht leisten. Oh, wir können auch Kredite kaufen. Das geht auch. Dann haben wir hier alle Quests. Verfügbar Story. Feld 1. Im Besitz haben wir nichts. Interessant wäre für mich eigentlich normalerweise den Hof kriegen. Das weiß ich noch nicht. ...1,64 105.000. Gucken mal ganz kurz, wo die Felder sind. Das können wir bei der Karte nicht sehen, ne? Oder hier bei der großen Karte. Da nicht. F1. Ja, das bin ich, ne? Wir könnten theoretisch 3 Mitarbeiter haben. Und echt schon Level 5. Und 4 Fahrzeuge haben wir schon. 4? Achso, die Geräte dazu. Sie sagen zu Fuß mit Fahrzeug hat schon viel gefahren schon hier. So. Übersicht. Ja, dann noch weit weg. Mal sehen, ob ich hier irgendwo das Land kaufen kann, also den Hof. Das ist eine gute Frage.
Ah, das ist da zu sehen. Rupen haben. Ob ich das kriege? Oder könnten wir kaufen, theoretisch. Feld 3, wo ist das überhaupt? Unser Hof? Jo. Das ist wichtig. Ich wollte immer Felder kaufen, die im Hof sind eigentlich. Also Feld 3, Kosten. Wachstum 0. Das sieht schlecht aus mit Düngung. Also Dünger würde ich immer Stickstoff kaufen und Allgemeindünger, ne? So, das wäre Feld 5. Das scheint weit weg zu sein. Feld 6 auch weit weg. Feld 7 ist auch beim Hof, also da drunter. Feld 8 ist auch noch in der Nähe. Bau mal Rufbahn Hafen, ne? Muss ich mal echt überlegen oder gucken, ob ich den Rufbahn habe oder erst kriegen muss. Das eine Feld wäre nicht schlecht, dafür muss ich mal Getreide machen. Und das ist jetzt Feld Nummer 12. Das war Feld 5. Feld 5 werden wir mal kaufen. Ne, ist nicht am Hof. Das ist woanders. So. Hat den Ton verabschiedet. So, wer da? War ich auch? Ne, also wenn Ton nicht da ist, machen wir kurz Schluss. So, ich sag mal tschüss und ciao. Und schönen Dank fürs Reinschauen. Und morgen werden wir sehen, was für ein Feld wir denn kaufen. Jo. Ciao, ciao. Bis dann und tschüss.